Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Und warum der nächste Part? Ja, ganz einfach, weil ich ja noch die DLCs habe. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, was ich jetzt als nächstes spielen werde. Und da habe ich gedacht gehabt, lasst uns doch mal zusammen 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie viel, auch nur einen Part oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht, die DLCs noch ausprobieren. Weil das ist ja hier das normale Spiel, Alien Isolation. Dann haben wir ja noch hier Besatzung ersetzbar, letzte Überlebende und Überlebensmodus. Wobei ich das nicht glaube, dass das zum DLC gehört, aber die zwei ganz sicher. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe noch nicht mal drauf gedrückt. Lass uns doch mal gucken, was das ist. Ob das, ja, einfach eine neue Story ist oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder einfach nur so ein Spielmodus, wir werden es gleich sehen. Gucken wir es uns an, können wir gespannt sein. Ich freue mich. Was es auch für ein Biest sein mag, also gewaltig. Sie denken, es hat ihn in die Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und führt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Oh, Leute. Das erinnert mich doch ganz stark an den allerersten Alien-Teil. Hier haben wir Ellen Ripley. Und, warte, was kann ich machen? Taste bewegen, Charakter wählen, E. Ich, aha, so. Oh. Ah, ist ja cool. Da können wir den Parker noch spielen. Ah, das spielt jetzt, die Nostromo. Und zwar damals beim ersten Teil, wo das Alien frisch auf die Welt gekommen ist. Und jetzt können wir das spielen. Wen wollen wir nehmen? Wollen wir die Ripley nehmen? Wollen wir den, nehmen wir den Parker. Kommt hier, den nehmen wir. Den nehmen wir. Sagen Sie mir einfach, was ich machen muss. Parker, Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash, öffne die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Ripley, Lambert und mir. Okay, also los, Leute. Ganz schön geil. Sammeln Sie Ausrüstung ein. Cool, okay. Oh, der geht's gar nicht gut. Die ist ja total im Arsch gewesen, auch mit dem Film. Aber gut, das schalten wir mal aus. Das nervt mich nur. Jetzt gucken wir uns doch mal ein bisschen um, was wir hier finden können. Haben wir überhaupt Waffen? Haben wir irgendwas? Nö. Das war aber, glaube ich, Flammenwerferöl, was wir da eingesammelt haben. Basteln können wir auch nicht gerade viel, nur Medikits. Richtig cool. Dann bin ich echt gespannt, was der zweite Spielmodus ist, den wir da machen können. Und ich bin auch gespannt, wie lang das hier geht. Gesundheit, meine Liebe. Okay. Ausrüstung einsammeln. Sag mal, Karte, haben wir hier irgendwas? Ah, okay. Okay. Dann gehen wir mal da. Warte, was haben wir hier? Sammeln Sie Ausrüstung ein. Optional sammeln Sie Medikit ein. Das machen wir natürlich. Warte, wir müssen hier lang. Medikit mal einsammeln. Jetzt können wir noch rumrennen. Jetzt passiert ja wenigstens noch nichts. Oh, Entschuldigung. Kapuze runtergefallen. So, was haben wir denn hier? Guck mal. Vielleicht sollten Sie sich umsehen, bevor Sie weitergehen. Der Organismus scheint extrem anpassungsfähig. Ja, das ist der Android. Und, was war das jetzt? Da konnte ich gerade irgendwas drücken. Was war denn? Ah, okay. Medikit, perfekt. Haben wir noch was? Das haben wir erledigt. Okay. Gut. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier geht. Ich werde wahrscheinlich sogar dann extra neue Thumbnails für das machen. Und, genau. Schauen wir doch mal. Was können wir noch machen? Jetzt gehen wir nach oben. Optional sammeln Sie eine Leuchtfackel. Ich würde alles mitnehmen, weil wir wissen es ja noch vom Spiel vorher, wie wichtig uns diese ganzen Sachen letzten Endes gewesen sind. Was haben wir hier? Momo ist auf der Oberfläche des Planetoiden gelandet, von dem aus das akustische Signal versendet wird. Dallas, Kane und Lambert treffen Vorbereitungen, sich dem Signal auf dem Fußweg zu nähern. Die Oberflächenstruktur besteht aus Basalt mit Spuren von Rhyolith und vermutlichen Lavaüberlagerungen. Atmosphäre, Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und eine hohe Konzentration an ungebundenem CO2. Druck liegt bei 10 hoch 4 Dün pro Zentimeter. Ein üppiger Sturm wird da draußen. Gut. Oh, finde ich cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass jetzt nochmal so eine neue Story erzählt wird hier mit dem DLC. Hey Ripley, was war da? Ah, einsammeln. Sammeln Sie Ausrüstung. Ah, okay, es geht los. Ah, Flammenwerfer wieder am Start. Sehr schön.
Gut. Verschließen Sie Luke 00B1 oder 0OB1. Geil. Habe ich gerade Bock, die Alien-Filme wieder zu gucken. Geradeaus gehen. Jetzt müssen wir die Luke verschließen. Hier lang? Nee, Quatsch. Was mache ich denn? Wir müssen hier lang. Mikrofon mache ich nicht einstellen. So, jetzt besser. Jetzt gehen wir. Jetzt sind wir allein hier. Ah, kann man hier überhaupt speichern? Das ist natürlich auch die Frage. Oder wann speichert's? Oder wie lang ist das natürlich? Das und ich rede schon wieder. Hat einige Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Okay. Lass mich hier runter, ha? Huh? Du bleibst hier? Oder willst du mit? Nee, wir wissen ja, wohin das führt. Mit so Androiden. Das überrascht mich überhaupt nicht. Verschließen Sie Luke 00B2. Ist das jetzt schon hier? Haben wir einen Bewegungsmelder? Ja, den haben wir. Oh, wie der im Film, ist ja geil. Okay, wir sind noch alleine anscheinend. Wir müssen dorthin. Ui, ist ja riesig hier drinne. Okay, wir haben zwei Luken. Wir müssen B2 und B1 müssen wir schließen. Okay. Hat sie wenigstens Save Points? Nicht mal das hat sie. Schade. Ach Quatsch, ich will doch keine Musik hören. Oh, das ist schon hier. Verdammt. Hier kann ich mich gar nicht verstecken. Das ist ja gar nicht... Das ist ja schon hier. Komm, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Verdammt. Okay, das ist hoch. Okay. Warte. Wo muss ich hin? Geradeaus. Oh, ich kann mich hier irgendwo verstecken. Nicht da reingehen. Vergessen Sie das noch nicht. Halt, was drück ich? Warte, ich will mich doch nur ducken. Runter. Okay. Ah. Da ist er, guck da hinten. Das ist doch der Dallas, ne? Oder spielen wir den Dallas? Nee, Parker spielen wir. Okay, das Alien ist nicht hier. Das ist ein bisschen weiter weg. Wir müssen die Luke verschließen. Mann, ich glaube, ich hätte den Flammenwerfer irgendwie nicht verschwenden sollen. Hä? Wieso ist denn das aufgegangen? Nee, das ist nicht dort. Komm schon. Los. Okay, die haben wir verschlossen. Jetzt müssen wir ganz rüber auf die andere Seite. Wollen wir? Wir gehen hier durch dieses Rohr und dann laufen wir hier lang und dann laufen wir da lang. Okay, machen wir. Natürlich keine Taschenlampe. Okay. Warte, wo können wir lang? Ist nur links? Scheiße. Oh nein. Oh, ganz schlechte Idee. Weg! Komm schon, weg mit dir! Hau ab! Ich habe nicht unendlich Munition. Oh! Ist es tot? Ist es weg? Okay. Das müssen wir schnell machen. Ich mach's anders.
Go, go, go. Scheiße. Ups. Oh, nee. Okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das war jetzt keine so schlaue Idee gewesen. Okay, okay. Mal die Kamera wieder richtig machen. So. Checkpoint erneut starten. Wo waren wir denn? Oh, wir müssen sicher beide wieder aktivieren. Habe ich so das Gefühl. Ja. Okay, das sind immer so Checkpoints, wo man hier aktivieren muss. Dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal und vielleicht diesmal auch den Flammenwerfer aufheben. Das wäre vielleicht schlauer. Wir gehen zuerst mal oben lang jetzt. Das ist ja noch nicht unten. Jetzt kommt's. Vielleicht schaffen wir es bis zum Checkpoint, bevor wir dem Ding begegnen. Ja. Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen. Laber nicht, ich bin gerade durchgelaufen einfach. Wenn Sie tauschen wollen, Lambert, tun Sie sich keinen Zwang an. Okay. Komm her, du. Das ist weg. Moment. Jetzt sind wir wieder in der Mitte hier. Und vielleicht diesmal ein bisschen geschickter vorgehen. Oh ne, hier ist es aber nicht. Hier ist kein Rohr. Ne, da ist nichts runtergetropft. Okay. Wo ist denn das? Nein! Das ist ja richtig gemein. Das. Nur früher ist immer so was runtergetropft. So diese Sapper von dem Zeug. Der Schleim da. Schnell, schnell, schnell. Das schaffen wir. So. Mach doch auf, komm. Das hat noch nicht geschrien bis jetzt. Gut, dann laufen wir diesmal woanders lang. Wir laufen hier über den Serverraum. Warte, das ist hier. Das kann uns nicht sehen. Okay, schnell mal schauen, wo wir lang müssen. Ja, eigentlich müssen wir jetzt gerade schon wieder hier lang. Richtig, ne? Ja. Dann links. Oh, oh. Wo ist denn das? Oh, wir können die Bewegungsmelder hier drin nicht benutzen in dem Ding. Die sind ja aus der Steinzeit. Scheiße. Ist das hier? Oh shit. Okay, okay. Hau ab, komm schon. Okay, hier muss man also ganz schön auf die Musik achten. Das ist jetzt da hinten lang. Wir müssen... Oh! Ist es wieder weg?
Ich höre es noch laufen. Das ist sicher hier irgendwo. Oh, oh. Das ist weg. Wir müssen weiter. Wo ist denn das? Okay, das ist hinter dieser Tür gewesen. Kommt das... Von da aus kommt es nicht hier lang. Okay, gut. Okay, jetzt die Rohre laufen, dann sind wir eigentlich schon in dem Raum, wo wir rein müssen, um die Lüftung zu deaktivieren. Oder was musste ich machen? Keine Ahnung, was ich da nochmal machen muss. Hä? Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh. Oh, okay. Wir müssen alles wieder zurück. Ist doch nicht wahr. Da laufe ich einfach in die falsche Richtung. Warte, das ist gerade hier rechts. Das läuft hier, glaube ich. Weg mit dir! Warte, bis zur Mitte will ich auf jeden Fall durch. So, und jetzt machen wir es genau gleich. Über den Serverraum. Warte. Ah, die ist weiter vorne, die Tür. Mach auf! Okay. Komm schon. Rein da! Okay. Okay, jetzt sind wir richtig. Und jetzt eigentlich nur noch den Server aktivieren. Server sag ich schon. An den Computer. Ja, Mann, wenn ich mich verlaufen habe. Wenn Sie tauschen wollen, Lambert, tun Sie sich keinen Zwang an. Begeben Sie sich zur Landeklemmenbucht. Okay, wo ist denn die? Ah, also wieder zum Serverraum und dann geradeaus. Okay. Ich glaube, ich gehe wie vorher, oder? Ja. Komm schon, rein da. Okay. Okay, das hat uns nicht gesehen. Jetzt müssen wir dem nach. Wir müssen dem trotzdem nach. Ja, wobei wir können auch rechts. Karte. Wir sind richtig. Leuchtfackel. Haben wir hier Flammenwerferöl? Nee, natürlich nicht. Toll. Lauf. Wir haben keine Munition mehr. Ich Depp. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Wart, wo lang? Nein! Das ist alles nicht so gut. Wart, wo müssen wir hin? Und jetzt? Darunter. Ich brauche kein Medikit. Oh, die Stelle kenne ich auch aus dem Film hier. Ist das hier?
Okay. Ich gehe nicht den offensichtlichen Weg. Das mache ich nicht. Ich gehe hier durch. Ich gehe lieber hier durch. Ich hoffe nur, das ist nicht hier drin, ne? Oh, man sieht ja gar nichts. Man hat ja nicht mal... Man hat ja nicht mal eine blöde Fackel. Sind Sie sicher, dass Sie nach diesem Ding da reinklettern wollen? Sicher. Kein Problem, oder? Oh, oh. Das ist hier. Okay, es ist hoch. Okay, jetzt sind wir bei der Ripley hier. Los. Okay, machen wir. Leute, aber an dieser Stelle tue ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr wollt auch weiter gucken, wie es weitergeht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ansonsten würde ich sagen, Leute, bewertet das Video ruhig, sagt mir, ob ich weitermachen soll. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, bis ich die richtigen Games gefunden habe, die ich weiterspielen werde und ansonsten werde ich einfach jetzt noch Alien machen und genau, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haltet die Ohren steif, bis morgen, euer Nier und ciao.